Seenotrettung von Flüchtenden im Mittelmeer, das ist ein harter Einsatz, der viel Engagement fordert. Vor allem von Freiwilligen, die in ihrer Freizeit aufs Meer rausfahren, um Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Doch der Druck auf solche privaten Seenotretter und Retterinnen erhöht sich gerade massiv. Organisationen wie CI, Sea-Watch, Mission Lifeline und viele andere werden kriminalisiert, ihre Schiffe festgesetzt. In dieser Stunde berichtet der Nürnberger Kapitän Klaus Stadler ausführlich von seinen Einsätzen im Mittelmeer als Seenotretter auf der Seefuchs. Wir haben knapp 120 Menschen von so einem Schlauchboot gerettet und damit definitiv vom Ertrinken gerettet. Aber natürlich ist keine Mission so wie die andere. Die Crews sind häufig unterschiedlich, Wetterbedingungen sind unterschiedlich, die Situation vor der libyschen Küste. Wann fährt da jemand raus? Wann werden die von den Schleppern losgeschickt? Und dann gehört natürlich eine politische Großwetterlage dazu, die auch die Situation bestimmt. Das sagt der Nürnberger Klaus Stadler. Als begeisterter Segler ist er gerne auf dem Meer unterwegs. Doch sein letzter Turn war keine Urlaubsreise, sondern eine besondere Mission. Als Seenotretter. Stadler war als Kapitän für die Organisation CI unterwegs, um Menschen, die übers Mittelmeer nach Europa fliehen, vor dem Ertrinken zu retten. CI ist aus einer Initiative eines Regensburger Unternehmers entstanden, Michael Buschauer, der Gründer, auch begeisterter Segler, der 2015 im Mittelmeer gesagt hat, das geht ja wohl nicht mit rechten Dingen zu, wir machen hier Urlaub und ein paar Meilen entfernt. Ersaufen, so drastisch muss man das sagen, die Menschen, hat dann mit eigenem Geld das erste Schiff gekauft und die Organisation gegründet mit einer ganz klaren Mission und die heißt einfach, Menschen ersaufen lassen ist unmoralisch. Seeleute, jemand, der sich auf dem Wasser bewegt, rettet Menschen, die in Seenot sind. In 2017 wurde ein zweites Schiff gekauft, die Seefuchs. Beides ganz spannende Geräte, wenn ich das an der Stelle sage, nämlich 16 Jahre alte Kutter der ehemaligen DDR-Fischereiflotte aus Sassnitz mit jetzt immer noch 9 mm dickem Stahl, also eigentlich unkaputtbar. Böse Zungen behaupten, das wäre sowjetischer Stahl und der hält bekanntlich ganz lange. Doch wie kam Klaus Stadler dazu, extra aufs Meer rauszufahren, um schiffbrüchigen Flüchtenden zu helfen? Sehr nüchtern berichtet der 66-Jährige von seinen Einsätzen und der Notwendigkeit, Menschen aus Seenot zu retten. Wer mit Klischees über naive Gutmenschen daherkommt, ist bei Klaus Stadler an der falschen Stelle. Stadler ist Unternehmensberater und Führungskräftecoach. Er berät auch Manager von Großbanken und weltweiten Konzernen. Ein Kinobesuch brachte ihn zur CI. Es gibt einen Werbetrailer, der in einer, ich sag mal, einer genialen Verdichtung zeigt, wie ein kleines Kind in einem exklusiven Hotel-Swimmingpool mit Schwimmflügeln strampelt und die Schwimmflügel verlieren Luft. Und außen drum stehen Menschen, die sich darüber unterhalten. Da müsste man doch was tun, war die Frage. Und, aber das ist doch gefährlich. Also es wird so ein Dialog aufgebaut, Leute, die zuschauen und sich darüber unterhalten, dass da jetzt niemand ist, der hilft, aber keiner kommt auf die Idee zu helfen. Das hat mich berührt und ich sag mal, wahrscheinlich gleich am nächsten Tag habe ich zu CI Kontakt aufgenommen. Das Ganze vor dem Hintergrund, dass ich seit, glaube ich, 3 oder 4 Jahren in der Flüchtlingsarbeit aktiv bin und dieser besondere Aspekt für mich ja, die Chance bot und auch bietet, sozusagen eine Kompetenz, die nicht jeder hat, nämlich so ein Schiff führen zu dürfen, mit dem gesellschaftlichen Engagement zu verbinden. Die Mittel der ehrenamtlich arbeitenden Organisation CIA sind begrenzt, finanziert durch Spendengelder. Auch die Schiffscrew arbeitet komplett ohne Bezahlung und setzt sich jedes Mal neu zusammen. Doch wer sind die Leute an Bord der beiden 60 Jahre alten umgebauten Fischkutter? Der Verein sucht Ehrenamtliche. Auch auf der Homepage kann man sich bewerben und stellt das Team zusammen. Crewing heißt das. Da geht es darum, dass nautische Qualifikationen da sind. Auch sowas wie einen Maschinisten braucht man auf diesen alten Kuttern. Das ist eine richtige Schiffsmaschine, nicht ein gekapselter Volvo, wie man das auf Segelbooten hat. Die Maschine hat 400 PS und, was ich ganz nett finde, einen Hubraum von 100 Litern.
Also so ein Golf hat 1,3 bis 1,6, also deutlich mehr. So sieht sie aus. Und unter der Wasserlinie ist diese Maschine, die eine besondere, liebevolle Betreuung bedarf. Und dazu braucht man Menschen, die das können, und die gibt es gar nicht so viel. Klaus Stadler zählt die Crew von seinem Einsatz auf der Seefuchs im Juni, es war sein zweiter, auf. Die Positionen Maschinist, Arzt, Kapitän sind unverzichtbar. Da braucht es auch die entsprechende Kompetenz. Der Rest ist, wir sagen da Deckhands dazu, also Menschen, die an Deck arbeiten. Bei uns war das in der Tat ein Arzt, ein junger Arzt, der seit 2 Jahren in einem, wie er immer sagt, Feldwald- und Wiesenkrankenhaus gearbeitet hat und sich das zugetraut hat und dabei auch durchaus an die eine oder andere Grenze seines Erfahrungsschatzes kam. Eine Krankenschwester hatte ich an Bord, einen Bachelor Maschinenbau, das war der Maschinist, einen Fischereimatrosen und Diplom-Ingenieur, einen Speditionskaufmann, eine IT-Mitarbeiterin, eine Incident-Managerin, ich weiß bis heute nicht, was das ist, und eine junge Frau, die derzeit bei Ärzte ohne Grenzen in Afrika Einsätze macht und jetzt gerade eine Übergangszeit dabei war, das glaube ich war das, und ein Fotograf. Ein bunt zusammengewürfelter Haufen also, der im Extremfall bei rauer See Ertrinkende aus dem Meer ziehen und versorgen muss. Zur Vorbereitung für die Arbeit auf dem Schiff findet für alle Crews ein eintägiges Training in Regensburg statt. Ein Großteil der Crews macht das zum ersten Mal. Da kann man sich vorstellen, dass es viel zu auch zu korrigieren gibt an Erwartungen, weil es eben nicht AIDA ist, sondern es ist die Seefuchs. Es ist unbequem dort, es gibt keinen Platz, sondern, jetzt sage ich das mal so salopp, DDR-Charme der vor 60 Jahren, den man da mehr oder minder instand hält. Und dann trifft sich die ganze Truppe wieder auf Malta, in La Valletta. Und dann gibt es ja, bisweilen ganz schön lange Gesichter, wenn man da das sieht, auf was man sich da eingelassen hat. Aber alle sind empathisch, alle wollen da raus, wollen was tun. Und wir fangen dann an im Hafen einfach mit Manövertraining. Also wie kriegt man so ein Rettungsboot von dem Schiff ins Wasser mit einem Kran? Das ist im Hafen noch ganz easy, weil da liegt das Schiff fest verteut und ruhig. Da probiert man das, bis es funktioniert, in der Hoffnung, dass es dann auch draußen im Wellengang auch noch funktioniert. Der Freizeitskipper Klaus Stadler aus Nürnberg war im Juni zum zweiten Mal als Seenotretter für Flüchtende unterwegs. Mit der Regensburger Organisation SeaEye suchte er gezielt Menschen, die versuchen, Europa übers Mittelmeer zu erreichen und dabei Schiffbruch erleiden. Doch der politische Druck auf solche privaten Hilfsorganisationen wird immer stärker. Und auch Stadler schickt gleich eines vorneweg, bevor er von seiner Mission berichtet. Um vielleicht die eine oder andere Fehlinformation richtig zu stellen, es wird immer davon geschrieben, dass wir vor der libyschen Küste kreuzen. Und es gibt Stimmen, die dann sagen, wir könnten ja gleich an den Strand fahren und die alle dort abholen. Nein, das tun wir nicht. Wir haben strenge Fahrtgebietsregelungen, die heißen, dass wir uns tagsüber 28 Seemeilen nördlich der libyschen Küste aufhalten, also nicht näher rangehen. Das hat völkerrechtliche Gründe. Es gibt 2 Zonen vor jeder Küste, eine 12-Meilen-Zone, das sind die Territorialgewässer, in die man nicht einfahren darf ohne Zustimmung des jeweiligen Landes. Und es gibt eine 24-Meilen-Zone, die schon internationale Gewässer sind, aber in denen der Anrainerstaat erweiterte Rechte hat. Also darf da die libysche Coast Guard dürfte dann kommen und kontrollieren. Stadler spielt hier an auf die Attacke von Innenminister Seehofer auf Seenotretter. Der sagte, von Libyen aus dürfe es keinen Shuttleverkehr geben. Die Schiffe der SeaEye aber handeln erst, wenn sie von der Seenotrettungsleitstelle MRCC in Rom angefunkt und beauftragt werden, betont Stadler. Also wir handeln nie alleine, sondern werden immer durch eine Instanz ähnlich wie Bremen Rescue, das ist die Instanz, die das für die Nordsee macht, so gibt es für einen Großteil des Mittelmeers in Rom diese Instanz, die weist uns einen Suchauftrag zu. Es passiert, dass man Boote selber findet, dann würde man aber auch nicht individuell aktiv werden, sondern man würde MRCC informieren und sich von denen eine Weisung holen.
Also es ist kein wildes durch die Wellen skippern, um da irgendwo Trophäen zu jagen, wie es ja auch gelegentlich heißt, sondern es ist ein geordneter Prozess. Das ist mir wichtig, weil gerade von interessierter politischer Seite immer so getan wird, als wären wir auf der Jagd nach Flüchtlingen und würden uns um Flüchtlinge auch streiten. 14.378 Menschen haben sie bisher vor dem Ertrinken gerettet, hat die CIAL gezählt. Jede Mission ist anders. Die Crews sind immer unterschiedlich oder häufig unterschiedlich. Wetterbedingungen sind unterschiedlich. Die Situation vor der libyschen Küste. Wann fährt da jemand raus? Wann werden die von den Schleppern losgeschickt? Vor wenigen Tagen war ja Zuckerfest, also das Ende des Ramadan. Und das ist, das weiß man mittlerweile, immer ein Zeitpunkt, wo die muslimischen Flüchtlinge dann ihre Energie zusammenpacken und sich wieder auf den Weg machen. Und dann gehört natürlich eine politische Großwetterlage dazu, die auch die Situation bestimmt. Und die ist im Augenblick gar nicht gut, sondern weht den Seenotrettern voll ins Gesicht. Sie werden als Schlepper diffamiert, ihre Schiffe beschlagnahmt oder blockiert. Sie werden mit überfüllten Booten, die Menschen weit über ihre Kapazität aufnehmen müssen, alleine gelassen und dürfen keinen Hafen ansteuern. Alles so geschehen in den letzten Wochen. Dabei sind die Einsätze bei Wind und Wetter schon so hart genug. Verzweifelte Menschen in Nussschalen mit Rettungswesten und Rettungsinseln notdürftig ausstatten, aus sinkenden Booten retten, Ertrunkene aus dem Wasser bergen. Wie geht man mit solchen Herausforderungen gerade als Kapitän um? Und hilft Klaus Stadler da seine Erfahrung aus dem Berufsleben als Unternehmensberater? Also erstmal habe ich mich dafür entschieden. Das ist, glaube ich, der wesentliche Teil, dass man sich vorher vorbereitet und sagt, traue ich mir das zu, kann ich das? Und dann kann man sich auch ein Stück konditionieren. Wichtig ist, dass man mit so einer Crew zurechtkommt. Es ist in der Regel ein gemischter Haufen. Was vereint und was es dann doch erleichtert ist, alle wollen Menschen retten. Und dem unterwerfen sie dann auch gelegentlich individuelle Agenten, die es natürlich gibt. Für den einen ist es großes Abenteuer, für den anderen ist es ein Stück Selbstfindung, für den dritten ist mal ausprobieren, ob es für sich aushält. Also eine Vielzahl. Aus der Beraterwelt bringe ich einfach mit, die Kunst, hier jetzt mal Problemlösung zu betreiben. Und das heißt eben nicht emotional ranzugehen, sondern erstmal hinzuschauen, wie ist die Sachlage, die zu bewerten, Lösungsoptionen mal zu formulieren, die dann wieder zu bewerten und dann zu einer klaren Handlung zu kommen. Das könnte man auch als ein Funktionieren beschreiben. Ich denke, dass dieses ähnliche Funktionieren trifft auch jeden Rettungssanitäter, der in eine Massenkarambolage reinfährt. Auch da muss er relativ schnell Entscheidungen treffen. Und das ist das eine. Also ich sag mal, ein Stück analytische Kompetenz, Probleme zu zerlegen. Aber natürlich gibt es bei den Missionen der CIAL Augenblicke voller Panik, wo es alleine damit nicht mehr geht. Menschen, die sich an sinkende Boote klammern, im Wasser ums Überleben kämpfen oder trotz Wiederbelebung sterben. Verletzte, die ihre Angehörigen haben ertrinken sehen und auf der Flucht selbst misshandelt und gefoltert wurden. Psychisch extrem belastende Situationen auch für die Rettenden. Die CIAL bereitet ihre Crews darauf vor. Die Crew wird durch ein Trauma-Briefing vorbereitet, indem man darüber redet, wie Traumata entstehen, wie man sich auch selber ein Stück konditionieren kann. Es gibt an Bord nach einer Rettung, wenn denn Zeit ist, gibt es einfach eine offene Gesprächsrunde, um das zu bearbeiten. Und nach der Mission wird durch ein Profi oder Semi-Profi ein Debriefing gemacht. Traumata entstehen nicht durch das Ereignis, sondern durch die Art, wie man sie bearbeitet oder verarbeitet. Und ich glaube ganz stark daran, wenn man sich gut vorbereitet und sich einfach auch konditioniert, selbst mit so dramatischen Fragestellungen umgeht und sagt, wenn wir 100 retten und 2 sterben dabei, sind 98 gerettet. Das klingt fürchterlich, aber das ist eine Rationalisierung, die einfach dann auch hilft, weil es die Realität ist. Aber es gibt Kollegen und Kolleginnen, die einfach schreckliche Sachen gesehen haben, sterben an Bord, Wasserleichen. Ein Fall war, da ist jemand an Bord gestorben, da konnte ein Crewmitglied auf diese Seite des Schiffes nicht mehr gehen.
Und dann muss man das einfach akzeptieren und ernst nehmen und sagen, du musst da auch nicht mehr hin. Der Nürnberger Klaus Stadler ist seit 34 Jahren in seiner Freizeit auf dem Meer unterwegs. Seit kurzem sucht er dort nicht nur Entspannung, sondern ist mit einem klaren Ziel unterwegs. Mit der Organisation SeaEye sucht er Flüchtende, die per Boot Europa ansteuern und dabei untergehen. Er ist Seenotretter und er hat das Rettungsprotokoll seiner letzten Mission dabei. Als Kapitän steuerte er im Juni die Seefuchs, eines der beiden Schiffe der SeaEye, als ihn am 6. Juni vormittags die Nachricht von zwei Gummibooten in Seenot erreichte. Wir nehmen dann Kurs darauf, sind etwa 6 Meilen westlich davon entfernt. 6 Meilen heißt eine gute Stunde. In der Zwischenzeit gibt es dann am Schiff den Generalalarm. Das ist ein hässliches Tuten. Und dann macht sich alles bereit. Bereit machen heißt, alle ziehen Schwimmwesten an, also Rettungswesten an, alle ziehen Helme an, Handschuhe an und begeben sich auf die eingeübten Positionen, also dort, wo sie eingesetzt sind. Sie sahen einen Helikopter und kurz danach die beiden Gummiboote und erhielten von der offiziellen Seenotrettungsleitstelle MRCC den Auftrag zur Rettung der Menschen. Um 15.03 Uhr sagt uns das MRCC, wir sind jetzt verantwortlich für die. Ihr habt den Job. Da wir aber eigentlich nicht ausgerüstet sind, um in Seenot befindliche Menschen an Bord zu nehmen, sondern die Mission ist eigentlich, die auszurüsten in ihren Booten oder mit Rettungsinseln, mit Decken zu versorgen, mit Wasser zu versorgen, wenn erforderlich, haben wir angefragt und nehmt ihr uns die denn wieder ab? Weil wir können sie nicht transportieren und dann hat das MRCC gesagt, nein, das können wir derzeit nicht garantieren. Was die Crew der nur 26 Meter langen Seefuchs, ein umgebauter Fischkutter, in die Bredouille brachte. Denn Platz genug ist nicht für die 120 Menschen. Die Regeln der SeaEye für einen solchen Fall sind klar. Rettungswesten verteilen, Wasser, nach Verletzten suchen, dabei bleiben und auf weitere Hilfe warten. Doch das ging nicht. In dem Fall war es aber in der Tat so, die See nahm zu. Unser Schlauchbootführer hat über Funk mir mitgeteilt, es macht keinen Sinn, mit dem Schlauchboot da weiter draußen zu bleiben. Das Gummiboot nimmt auch Wasser über und verliert Luft. Und dann habe ich eben, das ist so eine Entscheidung, da gibt es nicht viele Alternativen, habe ich eigentlich gegen unsere Regeln entschieden, wir nehmen alle Leute an Bord. Uns hat die Sea-Watch, ein größeres Schiff, hat uns um 15.10 Uhr zugesagt, wir machen uns auf den Weg zu euch und nehmen alle, übernehmen alle. Das war dann auch so ein Grund zu sagen, wir können die für ein paar Stunden gut auf der Seefuchs halten. Und hatten sie dann um 15.50 Uhr alle an Bord. Da ist Dramatik drin, die Menschen waren sehr diszipliniert, haben sich gegenseitig geholfen, also kein Fight untereinander. Aber dennoch sind ein paar ins Wasser gefallen und dann guckt man halt in panische, angstvolle Augen. Die Geretteten berichteten, dass einer von ihnen schon vorher aus dem Boot gefallen und ertrunken war. Nun drängten sie sich auf dem überfüllten Deck der Seefuchs. 1,5 Stunden später kam die befreundete Sea-Watch und versuchte mit ihren Schlauchbooten den Transfer der 120 Menschen zu sich an Bord. Doch die Wellen waren schon zu hoch dafür. Wir haben dann um 14.59 Uhr eine dringende Meldung an das MRCC Rom geschickt und haben gesagt, wir brauchen ein geeignetes Transferschiff, die uns helfen. Und in der Tat haben die Italiener in dem Fall, haben uns hervorragend unterstützt. Die haben gesagt, wir schicken euch jetzt ein großes Küstenwachschiff und die kamen und versuchten mit hervorragender Ausrüstung und bestens trainierten Matrosen einen Transfer zu machen und haben ihn abgebrochen. Und haben dann gesagt, wir begleiten euch jetzt und dann sind wir sozusagen im Konvoi gen Norden gefahren. Wir haben einen zweiten Übernahmeversuch am nächsten Morgen gemacht mit der italienischen Coast Guard, auch der wurde abgebrochen. Und da steigt dann so langsam der Blutdruck. Da steht man da auf der Brücke und schaut zu, wie die mit ihren Schlauchbooten da kommen und sich bemühen, bei uns anzudocken und dann immer wieder zurückfahren und mit dem Kopf schütteln und sagen, geht nicht. Und irgendwann hat der Commander in Chief dieses Schiff dann auch gesagt, wir müssen wieder abbrechen. Lange Gesichter bei allen. Weil wir wussten, dass wir die nicht gut bei uns an Bord haben können. Die kleine, 26 Meter lange Seefuchs hat weder Platz noch die nötige Ausrüstung für die 120 Menschen, viele von ihnen verletzt oder seekrank.
Also funken sie, als sie Malta passierten, die dortige Seenotrettungsleitstelle an, erzählt Kapitän Stadler. Ich habe die angefunkt und gesagt, wir brauchen einen Hafen, wir haben keine Chance, das geht nicht. Die haben aber dann geantwortet, ein bisschen ignorant. Ihr seid ja bei den Italienern gut aufgehoben, fahrt weiter nordwärts. Und dann haben wir gemerkt, jetzt läuft irgendwas. Und da passierte eben das auch in aller Kürze. Es fing der Konflikt an. Herr Salvini heißt er, glaube ich. Ne? Herr Salvini hat mit den Maltesern einen kleinen Krieg angefangen. Die Malteser haben sich gewehrt und wir waren mittendrin. Salvini, das ist Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsextremen Lega Nord, der Seenotretter Vizeschlepper nennt und auch schon von, so wörtlich, Menschenfleisch an Bord sprach. Und der mittlerweile die italienischen Häfen für Seenotretter gesperrt hat. Die Situation auf der Seefuchs wurde in diesen Junitagen immer dramatischer und Stadler sah sich gezwungen, einen Seenotruf abzusetzen. Pan Pan, das ist die zweite von drei Stufen, was Notrufe angeht. Mit Malta haben wir hin und her telefoniert. Die haben uns gesagt, geht mit den Italienern, aber geht. So haben wir das verstanden. Aber nachdem wir Pan Pan gesendet haben, kamen sie in Verdrückung und haben uns dann tatsächlich weitere Unterstützung angeboten und auch, was wir wollten, den Zugang zu einem maltesischen Hafen. Da gibt es nicht so wahnsinnig viel, das wäre La Valletta, eigentlich unser Heimathafen. Und dann haben wir das gemacht, was man ordentlich macht als Seemann, Problemlösung, mit meinem Kurskipper hingesetzt, drei Alternativen diskutiert, gehen wir weiter nach Norden, nach Sizilien. Gehen wir unter Land Malta oder fahren wir nach Valletta? Dafür haben wir ein bisschen Zeit gebraucht, weil man das nicht einfach würfelt. Und zu dem Zeitpunkt hatten uns die Malteser einen 10-mal so großen Frachter geschickt. Also wir so ein kleines Schiffchen und dann da ein 10-mal so langes, der hat Wellen und Wind abgehalten. Das hat unsere Geflüchteten gerettet. Nicht das Schiff war nie in Gefahr, aber unsere Gäste an Bord waren halt immer in Gefahr, wenn das Schiff so schaukelt, dass da irgendeiner mal über Bord geht. Als sich die Seefuchs für die Fahrt nach Valletta entschieden hat, zieht die Seenotrettungsleitstelle von Malta die Erlaubnis wieder zurück, berichtet Stadler. Der Hintergedanke war, muss man glaube ich sagen, die wollten uns einfach nicht haben oder wollten zumindest keine Flüchtlinge dort haben. Dann hat uns dieser Frachter begleitet und endlich abends um 8 Uhr sind wir in Pozzalla auf Sizilien angekommen. Ein tolles Erlebnis, als wir die italienische Gastlandsflagge gehisst haben, haben die Geflüchteten angefangen zu singen. Machte sich plötzlich große Entspannung breit, war eine tolle Stimmung und wir legen dort an. Und die erste Botschaft ist, Sie dürfen heute Abend nicht von Bord, sondern erst am nächsten Morgen. Da ging der Kreislauf runter. Da gab es dann entsetztes Gesichter. Am nächsten Morgen schließlich, 1,5 Tage später, konnten die 120 Menschen die Seefuchs verlassen, in Sizilien. Sie wurden ordentlich behandelt, medizinisch untersucht und registriert, berichtet Stadler. Das war sozusagen im Zeitraffer die Mission, mit viel Aufregung. Aber weniger die Rettung selbst, die hat hervorragend funktioniert, sondern das Drumherum, was wir als lästig oder ich sag mal auch in gewisser Weise als verachtend empfunden haben. Tausende Menschen wagen jedes Jahr den lebensgefährlichen Weg aus Afrika und dem Nahen Osten über das Mittelmeer. Die meisten starten von der libyschen Küste, oft auf Schlauchbooten, die lange Überfahrt kaum schaffen können. Hilfe von der EU oder Anrainerstaaten gibt es kaum und so haben private Organisationen Schiffe gekauft, umgerüstet und kreuzen im Mittelmeer, um Flüchtende in Seenot vor dem Ertrinken zu retten. Doch für sie wird die Luft immer dünner. Als Asyltourismus diffamiert der bayerische Ministerpräsident Söder ihr Engagement. Ein anderer Vorwurf lautet, die Retter sind Teil des Systems und die Schlepper kalkulieren sie in ihr Geschäftsmodell mit ein. Der Nürnberger Kapitän Stadler reagiert auf solche Vorwürfe allergisch. Also die Flüchtlinge waren vor den Schleppern da und die Flüchtlinge waren auch da vor den NGOs. Doch man muss genauer hinsehen, meint Stadler, der sich als Seenotretter bei der CI engagiert. Das Schlepperhandwerk ist eine Industrie geworden und zwar weltweit. Sie wird geschätzt auf einen Umsatz von 500 Milliarden im Jahr.
Also das ist nicht irgendwas, was so am Rande läuft, sondern das ist ein richtiges Big Business. Und es ist ein menschenverachtendes Business. Das muss man einfach sagen. Die Beträge, die den Menschen dort abgepresst werden, sind beachtlich. Auch sowas funktioniert dann marktkonform. Also als die syrischen Flüchtlinge noch der größte Teil war, der diese Mittelmeerroute belegt hat, lagen die Preise, ich glaube, etwas von 1.000 bis 3.000 Dollar für die Mittelmeerüberfahrt. Seit die Syrer nicht mehr kommen und sich die Zusammensetzung der Flüchtlinge eher auf afrikanische Staaten der Sahelzone konzentriert, sind die Preise runtergegangen, dramatisch runtergegangen, weil die es einfach nicht zahlen können. Also heute kriegt man so eine Überfahrt dann auch für 200 oder 300 Euro. Was aber, wenn man Betriebswirt ist, weiß man, Umsatz ist Menge mal Preis. Und wenn der Preis sinkt, dann packt man eben ein paar Leute mehr auf so ein Boot, damit das Boot wieder den gleichen Umsatz erbringt. Also so perfide ist das, es ist schwer vorzustellen, aber es ist einfach ein Business. Auch die mehr von einer direkten Zusammenarbeit zwischen Schleppern und den privaten Seenotretterinnen und Rettern macht immer wieder die Runde. Es gibt da üble Gerüchte, dass wir vor die Küste fahren würden und Lichtsignale geben. Das müssen Menschen in die Welt gesetzt haben, die vor Galilei gelebt haben, weil von der Küste aus kann man maximal 10 Kilometer sehen, wenn man nicht auf einen großen Turm steigt und wenn das Schiff eine normale Größe hat. Also das ist der Lichtsignal, die funktioniert eben, wenn man ganz nahe dran wäre. Aber 10 Kilometer sind grob geschätzt 7 nautische Meilen und damit wären wir voll im Hoheitsgebiet der Libyer und dann würden die schon was unternehmen. Auch vor drastischen Mitteln schreckt die libysche Küstenwache nicht zurück. Seenotretter berichten, dass sie schon mehrfach in internationalen Gewässern von der libyschen Küstenwache mit Waffen bedroht wurden. Kaum erstaunlich, heißt die libysche Küstenwache zwar so, real aber ist sie zusammengesetzt aus Milizen und Warlords. Unter Flüchtenden ist diese Küstenwache berüchtigt für Misshandlungen und die Verschleppung in geheime Haft- und Folterzentren. Doch solche Gerüchte von angeblichen Lichtsignalen und der politische Druck, der immer stärker auf den privaten Hilfsorganisationen lastet, erschwert die Arbeit an Bord. Die Schiffe müssen höllisch aufpassen, ja, keine Fehler zu machen, auch im größten Stress dieser Einsätze. Wir haben an Bord 4 Videokameras, die Tag und Nacht das Umfeld des Schiffes aufnehmen, um belegen zu können, dass wir nicht mit Schleppern zusammenarbeiten. Die werden 30 Stunden aufgenommen, dann werden sie wieder überspielt. Das machen auch alle anderen. Wir dokumentieren Funksprüche durch Audioaufzeichnungen, damit uns nicht irgendjemand sagen kann, wir hätten irgendeine üble Verabredung getroffen. Für NGOs mit Rettungsschiffen, die Flüchtende auf dem Mittelmeer aus Seenot retten, werden die Bedingungen immer schwieriger. Als Taxis werden Organisationen wie die CI immer wieder diffamiert, die von Schleppern eingeplant würden. Italiens Innenminister Salvini, der die italienischen Häfen für diese NGOs dicht gemacht hat, nennt sie Vize-Schlepper. Der Nürnberger Klaus Stadler, der vor wenigen Wochen von einer Mission auf dem Mittelmeer zurückkam, weist das zurück. Also es gibt keine Zusammenarbeit, aber fairerweise muss man sagen, es gibt natürlich eine Koinzidenz der Interessen. Wir wollen Menschen retten und die Schlepper wollen, dass Menschen gerettet werden, weil Tote fürs Geschäft schlecht sind. So, aber damit sind wir aus Schlepperperspektive Teil des Geschäftssystems. Aber dagegen kann man sich nicht wehren. Man könnte sich nur dagegen wehren, wenn man in Kauf nimmt, dass Menschen ertrinken als Abschreckung. So, und da sind wir dann, glaube ich, ganz schnell bei einer moralischen Diskussion, die eigentlich nur eine Antwort kennt. Eine andere Kritik an privaten Rettungsschiffen für Flüchtende geht so. Die Anwesenheit von Rettern ermuntert Menschen zur Flucht. Die gibt es in der gesamten Migrationsdiskussion. Es gibt immer die Diskussion über Pull- und Push-Faktoren. Also Push-Faktoren ist die elende Not, die die Leute aus ihren Ländern wegtreibt. Und Pull werden Anreize, die gesetzt werden. Es gibt 2 Studien aus dem letzten Jahr, eine aus Oxford, eine andere von einer weiteren Universität, die mit nacktem Zahlenmaterial nachweisen, dass die Anwesenheit von Rettungsschiffen keinen Einfluss auf die Zahl hat, also auf ein Ansteigen oder Abfallen. Und das ist interessanterweise, die Analyse ist gemacht nicht mit NGO-Anwesenheit, sondern mit Anwesenheit der Frontex-Schiffe und der Schiffe der Triton-Mission. Das sind alles
europäische Aktivitäten und ich glaube, die Sophia ist da auch irgendwie mit drin. Also wer so einen Unsinn redet, sollte sich einfach mal zurückziehen und mal drüber nachdenken, was müsste ihm denn eigentlich passieren, dass er von zu Hause weggeht mit nichts und alles aufgibt, was er jemals besessen hat. Wer da sagt, das ist ein Tourismus, ist einfach ignorant oder um nicht Schlimmeres zu sagen. Aber mal umgekehrt gefragt, weshalb braucht es überhaupt engagierte Helferinnen und Helfer, die in ihrer Freizeit schiffbrüchige Flüchtende retten? Wäre das nicht eigentlich Aufgabe der EU und der Mittelmeerstaaten? Schließlich gibt es auch die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, kurz Frontex. Klaus Stadler selbst hatte mit Frontex noch nichts zu tun, weist aber auf eine europäische Mission zur Rettung von Flüchtenden in Seenot hin. Es gab ja die Mission Mare Nostrum. Das war der Beginn der großen Flüchtlingswelle. Die ist zurückgefahren worden von den Kapazitäten. Und ich glaube, Herr Juncker selbst hat gesagt, das war ein Fehler. Und die NGOs sind ja in diese Lücke rein. Und das lässt sich an den Zahlen sehr deutlich festmachen. In 2015 haben die NGOs, ich glaube, etwa 14% der Rettungen gemacht. In 2017 waren es knapp 50%. Also was da passiert ist, die Autoritäten, wenn Sie so wollen, haben sich zurückgezogen, lassen die NGOs das Geschäft machen und prügeln in zunehmendem Maße auch noch darauf ein, weil ich kann es mir nur so erklären, dass es eigentlich nicht gewollt ist. SOS Mediterranee, Open Arms, Sea-Watch, Jugend rettet, SEA-EI heißen einige der NGOs, die mit Schiffen im Mittelmeer kreuzen, um Flüchtende auf dem Weg nach Europa vor dem Ertrinken zu retten. Doch im Augenblick liegen die meisten ihrer Schiffe im Hafen. Obwohl die Seenotretter nur zu gerne rausfahren würden aufs Mittelmeer, denn dort geht das Sterben weiter. Der Nürnberger Klaus Stadler war im Juni Kapitän auf der Seefuchs und gibt einen Überblick über die aktuelle Situation. Im Augenblick ist die Situation allerdings so, dass von den NGOs im Vergleich zum Vorjahr nur noch etwa ein Drittel der Schiffe da ist. Viele NGOs haben sich zurückgezogen. Eine sehr große Organisation, MOAS, eine britisch-maltesische, hat ihr hervorragend ausgestattetes Schiff nach Bangladesch geschickt, weil sie gesagt haben, da können wir helfen, hier werden uns nur Steine in den Weg gelegt. Die Juventa, die heute mehrfach schon genannt wurde, hängt immer noch an der Kette, also ist sichergestellt vom italienischen Staat. Die Anklagen sind zurückgezogen. In dem Jahr war es die Open Arms, die ja festgehalten wurde und Anklage erhoben wurde wegen Schlepperei oder Fluchthilfe. Also es ist immer noch nicht wirklich klar, was es wirklich wird. Und gerade in den letzten Wochen und insbesondere in den letzten Tagen hat sich das Ganze nochmal verschärft. Die Nachrichten vom Seenotrettungsschiff Aquarius, das mit geretteten Menschen durch das Mittelmeer irrte, auf der Suche nach einem Hafen, gingen um die Welt. Also es ist einfach nicht zu verstehen. Also das ist nur paradox. Man muss sich einfach mal das auf der Zunge zergehen lassen. Die Aquarius hat von der italienischen Küstenwache, hat selbst Gerettete an Bord gehabt und hat von den Schiffen der italienischen Küstenwache Menschen übernommen. Deswegen waren das auch so viele, nämlich 630. Zeitgleich zu dem Nichtgenehmigen des Einlaufens in irgendeinen italienischen Hafen, der Aquarius, bringen italienische Küstenwachschiffe über 1000 Flüchtlinge in Italien an Land. Das mag verstehen, wer will. Dann lädt man Menschen von der Aquarius auf zwei italienische Küstenwachschiffe und schickt die italienischen Küstenwachschiffe mit der Aquarius, also drei Schiffe, 710 Meilen nach Valencia. Das ist eine Reise von 3,5 Tagen. 3,5 Tage zusätzlich für Menschen, die dort schon seit 8 Tagen, ich weiß nicht, will mich jetzt nicht festlegen, seit mehreren Tagen an Deck sind, notdürftig versorgt sind. Hygienische Verhältnisse kann man sich vorstellen. Also das kann man einfach nicht verstehen. Wir erleben die Küstenwache als engagiert. Ich selbst habe es erlebt. Ich war eingeladen auf dem Schiff, was uns begleitet hat. Der Kapitän hat mich zum Frühstück eingeladen. Wir haben uns unterhalten und die haben alle gesagt, wir retten Menschen. Das ist unser Job.
die Politik an Land verhindert. Das Neapel hat ja angeboten, mehrere Städte hatten angeboten, sind overruled worden von der neu gewählten italienischen Regierung. Es ist einfach nur pervers. Weil Europa politisch gelähmt sei, müssten Unschuldige leiden, erklärte das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Auf politischer Ebene wird mit immer härteren Bandagen gefochten. Erst sollten die NGOs einen umstrittenen Verhaltenskodex unterzeichnen. Immer wieder wurden Schiffe beschlagnahmt und zuletzt irrten überfüllte Schiffe tagelang im Mittelmeer umher, weil die Häfen für sie gesperrt blieben. Letztes Beispiel ist das spanische Schiff Open Arms, das erst in Barcelona einen offenen Hafen fand und nach tagelanger Reise am 4. Juli dort ankam. Und nun tobt eine Auseinandersetzung um den seerechtlichen Schutzstatus der Schiffe der Seenotretterinnen und Retter. Von diesen neuen Vorwürfen des italienischen Innenministers Salvini ist auch die Seefuchs, die Klaus Stadler steuerte, betroffen. Die SEA-Organisation hat die Seefuchs zurückbeordert. Und zwar deshalb, weil Herr Salvini die Küstenwache aufgefordert hat, die Flaggenzugehörigkeit zu untersuchen. Also unter welcher Flagge fährt das Schiff? Unsere Schiffe sind registriert als Sportboote, das hat einfach technische Gründe, unter niederländischer Flagge. Unser Vorstand hat dann bei den Niederländern nachgefragt, was es denn damit auf sich hätte. Und die Niederländer haben gesagt, ihr seid ja als Sportboot registriert, aber genießt nicht Flaggenschutz. Das heißt, dass wir sozusagen, wie heißt das, vogelfrei sind. Wenn wir irgendeinen Hafen anlaufen, dann könnten die Behörden dort sagen, ihr seid ja Piraten oder sonst was, ihr genießt keinen nationalen Schutz. Und das ist die nächste Spirale in dieser perfiden, Komödie ist es ja nicht, ne? Es ist eine Tragödie, es ist eine ganz fürchterliche Situation. Und Herr Salvini hat und die Kommunikation an uns hat er im Übrigen über Facebook gemacht. Ne? Also man kommuniziert nicht richtig, sondern schickt das ins soziale Netz. Daraus haben wir das erfahren. Er hat dann auch noch netterweise gesagt, davon betroffen ist auch die Lifeline, die auch unter niederländischer Flagge fährt, wenn sie denn unter der Flagge fährt. Den hat er freundlicherweise gesagt, die können ja Flüchtlinge aufnehmen, dann bringen, sollen sie nach in die Niederlande bringen, dann dauert die Fahrt wenigstens ein bisschen länger. Doch was heißt das genau, Flaggenschutz? Was bedeutet das in der Praxis für die Schiffe auf hoher See oder beim Einlaufen in den Hafen? Das ist ein Zertifikat. Ja. Das wird eingetragen in ein Schiffsregister, das geführt wird. Und damit übernimmt der entsprechende Staat, also das Flaggenland, eine Schutzfunktion. Also zum Beispiel bei Piraterie oder bei konsularischen Aktivitäten. Die befreundete Organisation Sea-Watch aus Berlin, die auch betroffen ist, sagt, diese Untersuchungen sind eine politische Bekämpfung der zivilen Rettungsflotte. Auch die Mission Lifeline liegt zurzeit in Malta an der Kette. Ihr Kapitän Klaus-Peter Reisch darf Malta nicht verlassen und wurde schon mehrfach verhört. Er soll Anweisungen nicht befolgt haben, was Reisch zurückweist. Reisch sagt, was ist das für eine Welt, in der die Retter zu Tätern gemacht werden? Was ist das für eine Welt, in der stärker gegen das Retten als gegen das Sterben vorgegangen wird? Und der Nürnberger Klaus Stadler zur Situation der Seefuchs. Der Verein CI hatte sich nach meiner Mission entschieden, die Seefuchs wieder rauszuschicken. Wohl wissend, dass es schwierig werden kann, weil nachdem die Italiener die Häfen zumachen und ist völlig unklar, wie das weitergeht. Aber aufgrund dieser neuen Situation mit dem gewissermaßen die Aberkennung des Flaggenzertifikats durch die Niederlande, also durch das niederländische Transportministerium, können wir es nicht mehr verantworten, dass das Schiff draußen ist und die Crew gefährdet ist, weil damit zu rechnen ist, sobald die einen Hafen anlaufen, wird sowohl das Schiff an die Kette gelegt, als auch die gesamte Crew. Schluss mit solchen Schikanen und Diffamierungen und stattdessen sichere Häfen fordern Seenotrettungsorganisationen. Und die EU soll selbst die Seenotrettung verstärken und diese Aufgabe nicht auf private Organisationen abwälzen. Doch das ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, im Augenblick sitzen die Schiffe in Italien und Malta fest und auch das Suchflugzeug Moonbird der Organisation Sea-Watch darf nicht starten. Innerhalb weniger Tage sind bei mehreren Unglücken im Mittelmeer so viele Menschen wie noch nie in einer Woche in diesem Jahr ertrunken. Von 220 Menschen spricht das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR und fügt hinzu, das ist eine konservative Schätzung.
Klar ist, die Blockade der privaten Seenotrettung hat ganz unmittelbar Tote zur Folge. Die Organisation Sea-Watch aus Berlin schreibt dazu: Der Juni ist mit 629 Ertrunkenen laut IOM, der Internationalen Organisation für Migration, der tödlichste seit 5 Jahren, obwohl lediglich halb so viele Menschen in Italien angekommen sind. Die Mortalität ist im Juni auf rekordhoch und steht in direktem Zusammenhang mit der Verhinderung von Seenotrettung. Wie geht es weiter für engagierte Seenotretterinnen und Retter, auch im Streit um den Schutzstatus der Schiffe? Dazu ist der Nürnberger Klaus Stadler, der mehrfach als Kapitän auf der Seefuchs unterwegs war, etwas ratlos. Das Schiff einfach neu registrieren zu lassen, ist nicht so einfach. Das ist ein aufwendiger Prozess. Also für uns heißt das möglicherweise, dass wir endlich so viel Geld brauchen, dass wir uns ein richtiges Schiff leisten können. Diese Kutter sind ja nicht Seenotrettungskreuzer. Das ist einfach eine klassische NGO-Maßnahme. Man versucht mit den begrenzten Mitteln was zu machen. Die sind eigentlich dafür nicht geeignet. Deswegen übernehmen wir auch keine Menschen als Auftrag. Aber jetzt kann ich nur sagen, Zeitung lesen, gucken und da draußen liegt noch ein Spendenaufruf. Wer das noch nicht wahrgenommen hat, ich kann nur sagen, Freunde, Bekannte, es ist einfach was Lohnendes. Es geht schlicht und einfach um Menschenleben retten. Informationen zur Organisation SEAEI und zu Spendenmöglichkeiten finden sich unter www.sea-ei.org. Sea-ei.org. Die Kriminalisierung privater Seenotrettung spitzt sich zu. Italiens Innenminister Salvini hat angekündigt, Italiens Häfen dauerhaft für Schiffe von Hilfsorganisationen, die Flüchtende retten, geschlossen zu halten. Und nun will Salvini auch Schiffen der spärlichen EU-Missionen das Anlegen verwehren. Doch es gibt auch positive Zeichen. Am Wochenende demonstrierten in verschiedenen deutschen Städten und in Malta Zehntausende gegen die tödliche Abschottungspolitik der EU im Mittelmeer. Unter dem Motto Seebrücken schaffen.